Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Terraria 1.3. Und bin gerade hier gespawnt und ich bin in Colony, nicht meine Marty oder sowas gespawnt. Marty nennen wir dich, ich habe jetzt einfach Colin, okay? Colin ist ein Spitzname. Und jetzt gehe ich auch noch ein paar bisschen Zombie Slayer spielen, ein bisschen Tomb Raider spielen. Ich spiele Tomb Raider, ich bin voll geil, ja. Yeah. You're gonna fall a bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when I come further? Eins. Oh, bam. Au, au. Der hat mir voll früh abgezogen. Der Doofi. Ja, also dann bauen wir hier einfach mal noch ein bisschen weiter halt hier. Ich weiß nicht genau, wie groß ich das Haus bauen soll. Ja, es kam von hier drüben, glaube ich. Ja. Also, ich trage zurzeit neue Kopfhörer, weil mein Headset, das ist kaputt. Und ich benutze auch ein anderes Mikro, weil mein Headset-Mikro ist auch kaputt. Schon das zweite Headset ist kaputt. Irgendwie ein bisschen traurig. Alter, was ist dieser Happy-Effekt? Ah, Sonnenblumen! Ich liebe Terraria, weil Sonnenblumen sind auch im echten Leben eigentlich meine Lieblingsblumen, also. Ja. Und wenn man dafür hier in Terraria einen Effekt bekommt, dann pflanze ich die neben mein Haus, die Sonnenblumen. Ich stehe Sonnenblumen, muhahaha. Und irgendwie finde ich, dass die Übersetzung hier auch ein bisschen besser ist. Ja, also dann. Also von dem Spiel hier halt die Übersetzung insgesamt halt. Die ist meiner Meinung nach auch sehr viel besser geworden, finde ich. Okay, doch nicht. Aber ich glaube, jetzt gibt es zumindest nicht mehr so viele random Teile wie. Keine Ahnung. Okay, Colin, du siehst einfach noch weiter. Also dass die NPCs jetzt auch mal mithelfen, anstatt nur die ganze Zeit um rumzustehen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Eigentlich auch eins der besten Sachen, was ich hier in Terraria 1.3 finde. Zumindest von den Basic-Sachen, die ich bis jetzt alle gesehen habe. Dann bauen wir nach. Ja, also wahrscheinlich versuche ich auch mal einfach mal ein paar Leute hier ins Projekt auch mal reinzuholen. Halt, habe ich glaube im letzten Part schon mal gesagt, jetzt zum Beispiel. You can do it. Erste Nacht überlebt. Yay! Okay, was ich mir jetzt als erstes mache. Ja stimmt, ich will mir einen Stein. Ich will mir ein Dings. Wie heißt das? Kaktushammer machen. Hoffentlich geht er ein bisschen schneller als ein normaler Hammer. Colin, hast du mir was Gutes mitgebracht? Ah, da kämpfe ich jetzt auch ein bisschen gegen Schleimis. Kaktuslaterne, Kaktus Lamp. Was ist das? Ja, mache ich mir eben einen normalen Holzhammer. Okay, dann mache ich eben noch schnell so. Dann. So. Okay, dann kommst du. So. So und da. Ja, das sieht schön aus. Eine schöne Treppe. Und. Ja, so sieht schön aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine schöne Türe. Alter, da draußen sollen die mal leise sein. Equipment, Pet. Das sieht cool aus. Housing, jede Behausung ist geeignet. Böse. Nein, zurück! Aus! Böse! Schatz! Sitz! Mach Platz! Mach eine Rolle! Sitz! Platz! Mach eine Rolle! Und tot! Colin, du bist nett. Ich mag dich, Colin. Du darfst ja ab jetzt auch ein bisschen ohne Rente leben. Ah, nur ein bisschen.
Solange du die Türen hinter dir schließt, ist alles gut. Ja, und jetzt gehen wir mal darüber, wo wir Dings geholt haben. Also, ich glaube, morgen lade ich das erste Video hoch. 1. Juli. Ja, weil ich finde es hier einfach, ist einfach nur cool. Ich werde versuchen, auch irgendwie bei irgendeinem Bild versuchen, meinen jetzt Skin hier, den versuchen irgendwie einfach mal mit einzufügen halt. Ja. Also vielleicht mache ich sogar fürs ganze Thumbnail. Weil diese Skin hier auf jeden Fall mit meinem netten Jacket, der ist einfach nur geil, finde ich. Ja, ich mag meinen Skin. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich ohne Probleme rüberkommen, endlich. Also hier finde ich wirklich einfach nur alles cool. Jetzt bin ich froh, jetzt finde ich irgendwie... Ja, also ich werde versuchen, einfach mal Terraria jetzt mindestens bis zu diesen, wie heißt der, Lizard-Tempel oder so zu kommen. Das ist halt schon ein spezieller Tempel. Den findet man halt im Dschungel und in den kann man erst im Hard Mode rein und man braucht wahrscheinlich auch so eine Art Schlüssel und das ist einfach auch sehr cool, weil ich habe mich da schon mal reingecheatet, indem ich einfach jetzt mal einen speziellen Mod benutzt habe, der halt Creative Mode sozusagen hinzufügt. Hab da mir eine eigene kleine Welt dafür gemacht. Ja, also dann Stärk Herrchen. Tut mir leid, Herrchen. Es war für die Fans. Die Fans machen böse Dinge mit mir. Hört auf damit, Fans. Habe ich hier überhaupt Fans? Keine Ahnung. Wäre schön, hätte ich welche. Ach, egal. Solange es mir Spaß macht, ist ja gut. Meins. Vogel. Oh, Vogel. Komm her, Vogel. Noch eine Fackel. Noch ein Chest. Guide of Plant. Ah. Das macht Vine Ropes. Da kriege ich Bewegungsrampe und allows the collection of Vine Ropes. Ah, ich kriege jetzt Vine Ropes immer, wenn ich Vines kaputt mache. Ah, oh, das ist cool. Ja, und jetzt. Und dass sich auch die Chest hier öffnet, das ist cool, finde ich. Und jetzt. Noch gleich eine. Leuchtstäbchen. Und auch wieder meins. Ja, und dann. Ich werde vielleicht gleich sterben. Sagt jeden, dass ich ihn lieb hatte. Tschüss jeden. Mach's gut, Freund. Wer bist du jeden? Ich kenne dich nicht, aber mach's gut, Freund. Ist jeden eigentlich ein Name? Hört sich irgendwie leicht nach einem Name an, wenn ich hier genauer drüber nachdenke. Einfach mal. Jaden. Ja, aber ab jeden ein Name ist. Naja, wenn man Jaden komisch ausspricht, dann schon, aber nur dann. Glaube ich. Wird wahrscheinlich so sein. Warum mache ich mir eigentlich darüber einen Kopf? Naja, ein Bein drüber zu machen wäre jetzt auch nicht besser. Und mal wieder mache ich keinen Sinn. Das bin ich eben. Yay, das Holz, das ich eigentlich sparen wollte. Und mal sehen. Die große Frage ist, komme ich hier hoch? Die Antwort da ist nein. Ich meine, die Antwort heißt ja. Wow, was für ein Zufall, dass ich genau jetzt hochschaffe, wenn ich gesagt habe, die Antwort lautet ja. 100%iger Zufall, definitiv. 100%ig. Ein besserer Zufall. Ja, und jetzt kletter ich einfach mal hier hoch und. Ich schaue die ganze Zeit immer noch mein schönes Jackett an, was ich einfach so cool finde. Und mein Jackett, meine schöne Jacke, meine ich, anstatt Jackett. Also ich finde wirklich einfach Terraria 1.3 ist einfach
So schön einfach nur. Nicht nur wegen der Jacke, sondern auch anderes da könnte. Das hat mich gehaut, ich renn. Ja, also mal sehen. Ich wundere mich, ob ich jetzt wen so wann ich überhaupt mal eine Episode mit jetzt irgendjemand halt drehen soll, jetzt jemand anderes, um das hier als eine Art Server zu machen, die Welt für jetzt eine Episode. Wahrscheinlich jetzt so eine Art Hamachi-Server. Sonst kann ich keine Server machen. Okay, mal sehen, kriege ich irgendwie Wine-Robes. Der Wine-Robes. Ja. Dann schnell rüber, hier rüber gehen. Stirb, Schleimi. Da. Singa. Ja, also, Erkunden, tral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 
Als Helfer, was ist ein Material? Und ich glaube, die One Robes sind auch neues Item und auch dieses Buch hier ist, Guide to Plant Fiber Dings. Kam das hier. Oh, hier ist der Dschungel. Warte. Alles ausräumen? Alles ausräumen. Also, du kommst dann auch noch hier rein. Warte, das wird dir mehr geben. Hastig. Ja, hastig ist besser. Und dann, du kommst hier noch in die Sozialfläche. Ah, geht nicht, scheiße. Dann komm, nimmst du dich eben noch mit, Chest. Was? Pink Slime? Ah, lila. Heilen. Ich sterb hier schon fast. Mann, bin ich gerade total Terrarinoob. How? Ach stimmt, ich brauche ja noch das Zink hier. Also wird zu brenzlig, nehme ich mir wahrscheinlich einfach sofort einen Trank. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass ich hier unten bin. Ich hab's. Colin, lebst du noch? Ah, gut. Und jetzt dieses Herb Bag, right click to open. Wir haben da eigentlich ziemlich viel Blumensaat bekommen. Dann sollten wir jetzt noch schnell, weil Baum, keine Ahnung warum, Baum, Bäume fangen gehen. Okay. Ja. Mal sehen. Rosa Vase, mir fällt gerade nicht ein, was ich mache. Nee. Ich mach's doch nicht. Aber ich glaube, ja. Das mache ich schon. Ich mach mir selber mal ein bisschen Glas, Gas. Das ist ja beides dasselbe. Ja, und dann mache ich mir hier Glaswände. 84, ja, das wird schon reicher. Wird schon. Okay. Warum ist da eigentlich eine random Torch da oben? Du willst Schmetterling haben. Tut mir leid, aber wir haben noch keinen Merchant. Theoretisch, wenn ich ein neues Zimmer hätte, könnte ich eigentlich einen Merchant erziehen lassen. Auch stimmt, dass ich noch ein Achievement krieg, das fällt mir gerade ein. Herstellen. Wir brauchen keine Heavy Weapon, sondern keine Trapdoor. Hier Holzschuh. Und du? No Hobo. Und die. Ja, also ich glaube, ich beende mal für heute mal die Episode hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns eben beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht am Ende der Episode. Okay, ich renne noch schnell ins Haus rein. Ja, dann. Adieu. Warum schaust du mich nicht an? Adieu, amigo.